So, es ist Zeit für ein Splatfest. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist so lange her, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, dass es hier so aufgebaut wurde. Aber okay, wir kämpfen im Krätenkanal. Auch eine Map, die ich nicht kenne. Es ist wirklich sehr, sehr lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und die Moränentürme, die sind mir allerdings bekannt. Und natürlich die Wandelzone, die besondere Arena. Ich bin gespannt, wie die diesmal aussieht. In diesem Sinne, ja, auf geht's. Wir kämpfen auf den Moränentürmen das erste Mal seit Ewigkeiten. Und ihr seht's auch, ich bin auf der Ei-Seite. Und das kann ich euch eigentlich auch ganz einfach erklären. Und zwar denke ich, und ich bin der Überzeugung, dass das eigentlich überhaupt keine Diskussion ist. Es gab irgendwann mal ein Tier, das ein Ei gelegt hat. Und aus diesem Ei ist wiederum eine Henne geschlüpft. Also, dammit, Volltreffer. Was war zuerst da? Das Ei. Aus dem ist die Henne geschlüpft und die Henne hat wiederum andere Eier gelegt. Das einzige Argument, das ich irgendwie noch sagen würde, ja, okay, da hat er recht. Oder sie, natürlich. Ist, dass man sagt, ja, dass die Henne war zuerst da, weil vorher war es ja noch kein Hühnerei. Aber ist halt, Gott. Ist halt in dem Sinne die Frage, was zähle ich das als... Zähle ich das wirklich... Das Huhn war zuerst da, weil ich meine. Oh, ich habe vergessen, wie ich. Achso, Tintenrüstung habe ich. Ich wollte gerade sagen. Wie ist denn. Aber falsches Power-Up. Ich habe die Tintenrüstung. Oh, da kam jemand von oben. Oh Gott. Ja, ich sag ja, ich hab's lange nicht mehr gespielt. Und wirklich gut war ich im zweiten Teil, aus welchen Gründen auch immer, sowieso noch nie. Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, im ersten Teil war ich echt gut. Hier im zweiten Teil kriege ich absolut gar nichts auf die Reihe. Hey. Dammit! Ich weiß auch nicht mehr, wie man Supersprünge durchführt. Ich habe alles vergessen. Ich glaube mit X. Ich habe wirklich alles vergessen. Das ist eigentlich traurig. Yes, ich habe jemanden erwischt. Wow! Unfassbar! Ich war hilfreich! Dammit! Meine Tintenrüstung allerdings nicht. Diese Tintenrüstung ist nach wie vor sehr unhilfreich. Halte durch da oben und ich komme und helfe dir. Und da wurde ich auch schon wieder erwischt. Natürlich! Sagen, Team Henne hat in dem Fall gewonnen. Ja, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Nee, wir haben gewonnen! Sehr schön. Zwar absolut nicht mit meiner Hilfe, aber solange ich das einfach akzeptiere, ist das, denke ich, ganz okay. Ich habe allerdings auch bei weitem die niedrigste Stufe in diesem Match. Oh je, oh je. Meine armen Mitspieler tun mir ein bisschen leid. So, der Krätenkanal hilft natürlich nicht, dass ich diese Map hier absolut nicht kenne. Aber
Mal gucken, ob ich zumindest ein bisschen helfen kann. Ich meine, ich kann ja hier. Ich muss ja nicht nach vorne. Ich muss ja nicht nach vorne und hier versuchen, irgendwie die Gegner aufzuhalten und gegnerisches Revier einzutinken. Ich kann ja auch einfach gemütlich hier hinten alles schon mal einklecksen. Ich kenne den Krätenkanal. Ich war genau einmal auf dieser Map und die hat mich damals schon, glaube ich, sehr verwirrt. Da ist jemand, da ist jemand. No! Stirb! Oh, irgendjemand, ich habe keine Tinte mehr. Dammit! Es war natürlich blöd, dass ich diese. Ich meine, auf der einen Seite hat mich diese Granate, denke ich, ein bisschen, diese Klebbombe, ein bisschen am Leben gehalten. Auf der anderen Seite, ja, hatte ich dann keine Tinte mehr, um mich zu verteidigen, was natürlich auch nicht hilft. Sehr gut, da oben ist noch einer. Vorsicht! Dahinter mir ist auch einer. Es sind so viele Leute da. Ah, aber das ist okay. Ich meine, ich bin ja, wie gesagt, auf ein relativ geringes Level. Ich habe auch nicht unbedingt die besten Waffen. Das ist alles okay. Ja, ich habe meinen Spaß. Ich kleckse hier Gebiet ein. Bin hoffentlich irgendwie hilfreich. Und das ist doch vollkommen okay. Mehr muss doch gar nicht sein. Natürlich würde es helfen, nicht immer gleich getötet zu werden, wenn man mal jemanden trifft. Aber so alles in allem geht es uns im Team hier, denke ich, auch ziemlich gut. Deswegen ist das durchaus okay. Und die Wandelzone, wie passend, dass wir tatsächlich in unseren ersten drei Matches drei unterschiedliche Matches zusammenkriegen. Und das hier sieht ziemlich krass aus. Es scheint auf jeden Fall. Ah, ich kann gar nicht alles. Ich wollte gerade sagen, es ist ziemlich viel Fläche, die ich einklecksen kann hier, aber ich kann gar nicht unbedingt alles beklecksen, was natürlich. Auch schwierig ist dann. Dammit! Ich wollte jemanden treffen, aber ich treffe absolut nichts, wie immer. Ich verstehe aber so langsam, was ich hier so einklecksen kann, deswegen klecksen wir uns doch einfach mal voran. Dammit! Erste Eindämmung beginnt. Was heißt das denn?
Oh, hey, hey, hallo, hey, 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 hey! Ich habe das Gefühl, wir haben es hier mit einem sehr gut koordinierten Team zu tun. Aber das ist okay. Ich bin einfach überall. Und solange ich niemanden zufällig über den Weg laufe, wie ihn hier zum Beispiel. Dammit! Dammit! Mein Plan hat nicht funktioniert! Rettung! Rettung! Rettet mich! Irgendjemand, bitte! Hilfe! Solange ich nicht irgendwem über den Weg laufe, funktioniert das Ganze doch eventuell ziemlich gut. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall sieht man noch von meiner orangen Tinte, so insgesamt hätte ich aber gesagt, hat das ziemlich gut funktioniert, von daher ein Yay dafür, und die Eindämmung ist natürlich interessant. Kann es also sein, dass man sollte wissen, zu welchem Zeitpunkt man wo Tinte haben sollte, denn die bleibt dann wohl. Sehr interessant. Hätte ich mir das besser mal gemerkt. Hm? So, kriege ich wenigstens noch gute Effekte? Nee, aber ja. Aber ich meine, ich krieg nie die Outfits, die ich mir gerne wünsche. Das ist leider einfach so. Und ich bin schon wieder in meiner alten Taktik von, ich gehe einfach nach vorne, und wie gesagt, das funktioniert nicht, weil, ich meine, guckt euch das Outfit halt auch mal an. Das sind halt Leute, die das Spiel wirklich halt ausgiebig spielen, entsprechend gut sind und auch entsprechend gute Outfits haben. Die haben halt sich wirklich auf was spezialisiert, und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal wusste, wie das geht. Schweige denn, weiß ich jetzt. Vor allem sind da auch immer irgendwie zwei zusammen. Das ist ja wirklich... Ich habe echt das Gefühl, ich bin hier gerade dabei, da hinten das Gebiet zu verteidigen, was eigentlich nicht cool ist. Das heißt nämlich, dass die Gegner alles andere schon eingenommen haben. Deswegen versuche ich mich hier mal dran vorbeizuschleichen. Was nicht funktioniert hat, und natürlich kriegt ein Roller mich von hinten. Nee, das hier Team, das gegen das Team hier zu spielen, das macht echt keinen Spaß, weil das ist extrem koordiniert und gut, im Gegensatz zu mir auf jeden Fall. Dammit, lass mich in Ruhe! Ach komm schon, was macht diese
blöde Tintenrüstung überhaupt? Das gibt's doch nicht. Das ist wirklich was, was ich nicht verstehe, was diese Tintenrüstung denn macht. Weil jedes Mal, wenn ich die aktiviere, bin ich genauso mit einem Schlag tot wie sonst auch. Aber, naja. Wie dem auch sei. Stufe 92? Ach du Schande. Ich dachte, das hört immer noch bei 50 auf. Himmels Willen. Na klasse, da spielen wir wieder gegen Leute mit einem deutlich, deutlich höheren Rang als alles, was gut und günstig ist. Außer gegen einen, der eine hat Level 1. Der gefällt mir, gegen den würde ich gerne spielen. Naja, schauen wir mal. Ach Gott, im Himmel, das sind, glaube ich, sogar, sind es die gleichen, ich weiß es nicht. Oh, ich bin so schnell tot. Unfassbar. Nur von ihm. Scheint echt ein Problem von mir zu sein, dass ich so schnell erledigt bin, aber okay. Dammit! Naja, okay. Hätte ja funktionieren können. Ich treff nix! Ich treff nix! Ich brauch vielleicht doch einfach eine andere Waffe. Vielleicht wird es wirklich Zeit, mal auf den Roller umzusteigen oder sowas. Weil, ich treff nix! Das ist unfassbar. Sieht dafür allerdings ansonsten ja ganz gut für uns aus. So vom Match her. Oh, ich bin ja beim gegnerischen Startpunkt. Na, das ist dann natürlich blöd. Aber immerhin habe ich ihn erwischt. Das finde ich dann eigentlich noch ganz cool. Er hatte die Tintenrüstung. Bei ihm hat's geholfen, aber mein Gott. Hauptsache das Match. Und bei dem Match sieht es ganz gut für uns aus. Von daher, ja, akzeptiere ich das doch einfach mal. War allerdings ziemlich knapp. Muss man dazu sagen. Bin ich bereit? Ich bin mir da nicht so sicher. Puh.
Ich bin da mal weg. Hi, hi, geh weg, geh weg. Dammit! Aber okay, da war ich umzingelt und von... Ja, ich war umzingelt. Ich weiß nicht, weil ich da mehr sagen wollte. Sowohl von weißer Tinte als auch von... Von weißen Inklingen, von daher... Weiß nicht, was ich da großartig erwartet habe. Ich habe keine Tinte mehr. Warum habe ich... Ich habe auch nie Tinte. Das ist auch ein Problem. Mit dem ich im ersten Teil irgendwie besser umgehen konnte. Spontaner Tintenverlust. Das ist bei mir wohl der Fall. Ja, im Alter wird man halt... Im Alter kann man die Tinte halt nicht mehr so gut halten. Das ist halt leider ein wenig bekanntes Inkling-Problem. Aber man, ich denke, man sollte darüber reden. Oh, ich bin hier drin. Gefangen. Aber okay, dann nehme ich mir mal die Zeit, um hier die weiße Tinte... Huch, hi. Das wollte ich gar nicht, aber ist auch okay. Nehme ich. Was soll's. Ich habe keine Tinte mehr. Das unfassbar. Ich wollte gerade sagen, tötet den bitte mal jemand? Kann ja wohl nicht wahr sein. Warum ist ja eigentlich so viel weiß? Nein! Uh-oh. Ich dachte eigentlich, es läuft echt gut für uns. Aber ich habe mich wohl geirrt. Damn it! Na gut, wenn ich schon auf Platz 2 bin, dann kann es ja nur schlecht gelaufen sein. Und zurück in Splatoon 2 immer noch. Gut, das heißt zurück in Splatoon 2? Ich meine, natürlich, wo auch sonst. Wechselt normalerweise kein Spiel während einem Online-Match. Oh, was mache ich hier? Oh, das war so knapp. Bin ich denn von allen guten Geistern verlassen? Wahrscheinlich schon, ja. Das ist generell eine Frage, was ich hier mache. Ich bin tief im gegnerischen Gebiet und kleckse mit meiner Tinte hier durch die Gegend. Aber ich bin immer wieder ganz froh, wenn ich tatsächlich mal jemandem begegne, den ich besiegen kann. Ich weiß nicht, ich mach das unheimlich froh. Wobei hier eigentlich am besten gehen sollte, weil das sind nämlich... Ach, genau, einige. Och, ich verstehe diese Tintenrüstung nicht. Ich weiß nicht, sind die anderen so stark, dass meine Tintenrüstung einfach nichts mehr bringt? Oder ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich weiß nicht, das ist ein bisschen frustrierend, wenn ich ein Special habe, das mir gefühlt, schrägstrich praktisch, halt einfach nichts bringt. Das ist doch blöd. Ja, ich werde mich weiter darüber aufregen, bis ich irgendwann... Ah, dammit! Stirb! Ich brauche eine andere Waffe, weil auch diese Alternativwaffe ist
vollkommen unnütz. Ich meine, ja klar, so eine Bombe ist ganz praktisch. Ja, bleibt kleben, macht Boom, überall alles Tinte, super. Ich habe da nur leider keine Tinte mehr, mit dem ich irgendwas machen kann. Und das ist halt durchaus ein Problem, weil die verbraucht so dermaßen viel Tinte. Gut. Squid Pie finde ich cool. Tintentoleranz, das hilft mir vielleicht ein bisschen.